Wo positioniert man die Hände im Gebet? Schaut mal, wir haben drei Gruppen. Die einen positionieren ihre Hände auf dem Bauchnabel. Es gibt eine Überlieferung von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass er seine Hände auf dem Bauchnabel positioniert hat. Diese Überlieferung ist eigentlich mit Übereinstimmung aller Hadith-Gelehrten schwach, wie Imam an-Nawawi rahimullah ta'ala sagte. Dann gibt es Leute, die positionieren ihre Hände auf dem Bauch. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Aber richtig ist die Überlieferung von Wa'il ibn Hijr, radiyallahu anhu arda, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass er die rechte auf die linke auf die Brust getan hat. Und deswegen, Brust ist hier, liebe Geschwister. Es gibt Übertreiber. Ja, und die anderen haben die Hände auf dem Bauchnabel. Was ist richtig? Dass man die Hände auf die Brust tut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitteschön.